Im nördlichen Teil der Seestadt entsteht der Campus der Religionen, eine interreligiöse Begegnungsstätte. Hier soll Austausch und Miteinander verschiedener Religionen stattfinden. 8 Religionsgemeinschaften werden am Campus vertreten sein. Gebetsstätten, gemeinsame Räume und eine Hochschule wird es geben. Der Campus soll der breiten Öffentlichkeit zugänglich sein. Im Rahmen einer internationalen Ausschreibung wurden Entwürfe für die Architektur eingebracht. Aktuell werden der Siegerentwurf und 41 weitere Einreichungen im Bundesgymnasium Seestadt ausgestellt. Seestadt TV war bei der Ausstellungseröffnung mit dabei. Herzlich willkommen in der Seestadt für ein besonders spezielles, wunderbares Projekt, das für die Seestadt Nord ein Beispiel geben sein wird, den Campus der Religionen. Im Vernissagentalk, der in voller Länge auf Seestadt TV zur Verfügung steht, wurde ausführlich über verschiedene Hintergründe dieses Projekts gesprochen. Und natürlich wurde auch das Siegerprojekt des Architekturbüros Bucha Turik vorgestellt. Der ganze Entwurf baut auf diesen 3 Punkten auf diese Zerteilung in einzelne Häuser mit der größeren Kubatur der KPH, die in sich aber wieder in einzelne Häuser zergliedert ist und mit den kleineren Kubaturen der Sakralbauten. Bei der Auswahl der besten Einreichung wurde eine Vielzahl von Kriterien berücksichtigt. Doch was hat die Jury besonders begeistert? Das war ein Kriterium, das wir ihn auch, sehr gepriesen haben in der Jury, in unseren Gesprächen, war, dass er eigentlich die Einheit einer Schule beibehalten hat, obwohl diese Einheit auch, differenziert ausgefallen ist. Es gehen Straßen durch und so, ja, ist kein Monolith. Eine der Herausforderungen war es, das große Gebäude der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule Wien-Krems und die verschiedenen kleineren Gebäude der Religionsgemeinschaften in die richtige Relation zueinander zu stellen. Jetzt, wenn man das gegenüberstellen würde, würde es sein wie ein monolithischer großer Block und nebenan sehr viele kleine Häuser. Und bei diesem Siegerprojekt ist es gut gelungen, diese Verbindung herzustellen, indem sie einen Berg, mehr oder weniger einen Hügel, geschaffen haben, um diese Höhendifferenzen auszugleichen und dadurch es möglich zu machen, hier gemeinsam auf Augenhöhe zu agieren. Wer jedoch denkt, dass man anhand des Siegerentwurfs sofort an die Umsetzung gehen kann, der irrt. Das ist noch ein weiter Weg. Die Architektur, die wir jetzt haben, ist einmal ein wichtiger Meilenstein, aber noch lange nicht, dass wir, so sehe ich es, sofort umsetzen können. Da sind noch so viele Fragen und Spezifika zu klären. Also was wir jetzt haben durch dieses Siegerprojekt ist ein Rahmen, ein architektonischer Rahmen. Und man wird jetzt die nächste Zeit intensiv nutzen müssen, um diesen Rahmen weiterzuentwickeln und ihn letztendlich mit Leben zu erfüllen. Zum Leben gehört unter anderem auch der Freiraum. Grünraum war im Projekt doch ein großes Thema, war auch in der Ausschreibung schon verlangt, dass man sich dazu Gedanken macht. Und wir haben dieses Projekt schon so gesehen, dass man also diese Fläche, die man hier verbaut oder zubaut mit Häusern und mit einem großen Platz in der Mitte, dass man diese Fläche der Natur sozusagen wieder zurückgibt. Dachgärten und begrünte Wände soll es geben, sowie einen Platz, der von Bäumen und einer Pergola beschattet wird. Und auch Wasserflächen sind geplant. Wasser hat etwa in der Sikh-Religion eine große Bedeutung, weshalb auch die Lage nahe am See sehr willkommen ist. Alle Sikh-Tempel, Gurudwaras in Indien haben natürlich auch einen künstlichen See. Warum? Weil das Wasser an für sich auch als eine Art Element angesehen wird, das auch das Gebiet auch aufnimmt. Bis zum Baubeginn mag noch einiges an Planung bevorstehen. Doch beim Campus der Religionen ist auch der Weg das Ziel. Schließlich gehen die Vertreter der einzelnen Religionen bereits jetzt aufeinander zu und schaffen etwas Gemeinsames. Diese Größe des Projekts, ja, dass 8 Religionsgemeinschaften auf so eine Weise zusammenarbeiten und dass das über so lange Zeit auch funktioniert und immer schöner wurde im Laufe der Zeit und das Vertrauen immer größer, also das ist schon besonders erfreulich. Das ist einfach so ein intensiver Prozess gewesen für uns und hat uns eigentlich zusammengeschweißt. Wenn wir so sagen, wir haben über religiöse Grenzen hinweg Freundschaften gewonnen, die eigentlich wirklich sehr fest sind. Und das bewegt mich eigentlich am meisten, wenn ich das so sagen kann. Gemeinsam arbeiten die Vertreter der Religionen und alle Projektbeteiligten auf ein Ziel hin, auf den Campus der Religionen.
ein weltweit einzigartiges Projekt. Das wird ein großartiges Projekt für die Seestadt. Allein deswegen, weil es 2000 junge Menschen herbringt. Und das wird diesem Stadtteil unglaublich gut tun. Und das Projekt reagiert gut darauf. Es gliedert diese Aufgabe Pädagogische Hochschule in mehrere separate Häuser, die mit Brücken verbunden sind, macht dort eine ganz klare Figur und hat dann auf dem restlichen Teil des Grundstücks noch sehr viel Spielraum für die Ausgestaltung dieser Bauten für die einzelnen Religionen. Die Ausstellung zum Architekturwettbewerb ist noch bis zum 31. August 2020 geöffnet. Werktags von 11 bis 19 Uhr. In der Beschreibung zu diesem Video gibt es einen Link zum Vernissagen-Talk in voller Länge.